Christian Streich ist eine absolute Legende. Mit 29 Jahren bei Freiburg und fast 500 Spielen als Cheftrainer. Doch nach dieser Saison hört er auf. Ihm zu Ehren werde ich jetzt also sein Nachfolger in FC 24 und werde Freiburg nur mit Jugendspielern zum besten Verein der Welt entwickeln. Wir starten das Projekt, indem ich natürlich noch zwei weitere richtig gute Scouts ranhole. Da haben wir einmal Patrick Frey mit 5 und 4 Sternen und dazu den Polen Malinowski mit der gleichen Sternebewertung. Wir schicken die drei natürlich auch sofort los. Johann Schröder bleibt dabei im Land, der sucht in Deutschland. Patrick Frey als Schweizer wandert rüber in die Schweiz, da ist der Weg auch nicht weit von Freiburg aus. Und zu guter Letzt scouten wir noch in Georgien. Dadurch möchte ich so ein bisschen die alten Zeiten zurückbringen mit Iaschwili, Kobiaschwili und den ganzen anderen Willi, die mal für Freiburg gespielt haben. Eine Top 11 müssen wir natürlich trotzdem zusammenbasteln. Das ist erstmal die hier, denn es wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis die Jugendspieler gut genug sind, um in der ersten Bundesliga weiterzuhelfen. Deshalb werde ich jetzt auch nicht großartig Spieler abgeben. Mit dem Geld können wir sowieso nichts anfangen. Einzig Sildia möchte ich für die maximale Entwicklung verleihen, weil es aktuell noch nicht ganz für die Startelf reicht. Wobei ich jetzt sogar noch Florian Müller verkaufe, damit auch Ja Atubolo spielt, weil der könnte selbst trotz der Jugendspieler hier auf lange Sicht der ultimative Stammtorhüter werden. Der ist immer noch 21 Jahre alt gerade mal. Mit der daraus gewonnenen Kohle können wir eigentlich noch ein paar Mitarbeiter einstellen. Mit denen entwickeln sich dann auch unsere Jugendspieler später besser. Und apropos unsere Jugendspieler, da stehen die ersten drei Scouting-Berichte jetzt an. Bevor wir uns die jetzt anschauen, haut mir noch schnell einen Daumen rein aufs Video für Christian Streich. Und dann starten wir durch. Da könnten jetzt halt schon Spieler dabei sein, mit denen wir später irgendwann die Champions League gewinnen. Ja, aber ich muss sagen, bei den Georgiern überzeugt mich jetzt erstmal keiner. Aber das ist nicht schlimm, wir haben ja noch zwei weitere Updates. Aber auch aus der Schweiz ist halt leider niemand dabei. Es bleibt also nur noch Deutschland übrig. Aber auch davon sehe ich tatsächlich keinen einzigen bei uns in der Jugendakademie, die ja so auch schon ganz gut gefüllt ist. Wobei davon auch nur wirklich Ed Bray brauchbar ist. Aber der könnte halt echt richtig krass werden. Also die erste Runde Jugendspieler war enttäuschend. Die zweite jetzt beginnt schon etwas besser mit Imeda Mikelatze. Das ist ein talentierter 15-jähriger Innenverteidiger. Ich wage dieses Mal dabei auch so ein bisschen ein Experiment, weil ich werde nahezu gar nicht auf die Gesamtstärke erstmal achten, sondern nur auf das Potenzial der Talente. Das ist ja eigentlich eh das Wichtigste, weil wir haben Zeit, die Talente spielen zunächst sowieso nicht. Und so haben wir jetzt zumindest schon mal drei Talente in der Jugendakademie. Im Oktober kommt dann noch ein viertes dazu, Maisu Ratche heißt der gute Mann. Dazu Erwin Bader, Daniel Meyer und Adrian Fischer. Oder Adrian, das dürft ihr euch aussuchen. Markus Klein könnte echt ein richtiges Biest sein. Also schön langsam füllt sich die Jugendakademie. Ich werde die dann zu Beginn der nächsten Saison wieder alle da rausholen, um sie direkt auszuleihen. Ich hoffe, so lange bleiben die alle hier. Auch im Dezember ist das aktuell krasseste Talent immer noch Ed Bray, aber man darf auch den neuen Albert Graf nicht unterschätzen. Und so ziehen hier die Monate ins Land. Wir sind mittlerweile im Jahr 2024 am 1. Januar angekommen und da finden wir den Petre, der ist richtig krass. Dazu Antonio Colombo, Frederik Müller, heilige Scheiße. Und damit ist die Jugendakademie auch jetzt schon voll. Ja, ich schmeiß dann einfach mal den Fischer raus. Das sieht am wenigsten talentiert aus. Aber es ist auch ganz gut, dass wir da jetzt noch etwas aussortieren. Weil schlussendlich brauchen wir eh nur die absolut krassen Talente. So diese Leute mit gerade mal 80 Potenzial, die müllen dann eh nur den Kader zu. Und so stehen wir zum Ende der Saison mit dieser absolut krassen Jugendakademie da. Das könnte halt wirklich schon so die Freiburg-Mannschaft der Zukunft sein. Die Jungs, die hier irgendwann mal ersetzen. Vor allem habe ich zwei Talente auch schon hochgezogen. Hier den Chio Agatze, der wird auch direkt ausgeliehen. Genauso wie Ed Gray. Die wollten beide weg. Hätten die Jugendakademie sonst einfach verlassen. Da blieb mir nichts anderes übrig. Ansonsten wurden wir jetzt Zwölfter in dieser Saison. Für Freiburg eher eine Enttäuschung. Ich würde aber sagen, in der ersten Saison nach Christian Streich ist das vollkommen okay. Im DFB-Pokal sind wir bis in die dritte Runde
gekommen, da eine Niederlage gegen die Hertha. Also die Saison ist dann doch eher enttäuschend. Aber wir bauen halt voll auf die Zukunft. Europa League haben wir ja auch gespielt. Da wurden wir aber nur Gruppendritter. Heißt, wir sind in die Conference League runtergegangen und haben dort das Achtelfinale immerhin erreicht. Muss man aber ganz ehrlich sagen, das macht die Saison jetzt nicht wirklich besser. Die zweite Saison läuft. Unsere Scouts sind auch schon wieder unterwegs. Die habe ich natürlich in der letzten Saison alle direkt wieder losgeschickt. Verträge sind verlängert, bis auf den von Roland Salay. Der möchte seinen Vertrag leider nicht verlängern. Ich muss ihn jetzt aber auch nicht verkaufen. Heißt, das wird seine letzte Saison bei Freiburg. Danach darf er ablösefrei gehen. Aber vielleicht kommen bis dahin ja schon die ersten Talente nach. Die werden wir jetzt natürlich alle zum Profi befördern. Einen nach dem anderen. Bis auf die paar 15-Jährigen natürlich. Und als nächsten Schritt packe ich die dann alle auf die Leihliste. Dadurch ist dann auch wieder schön Platz in der Jugendakademie. Und den brauchen wir auch unbedingt. Für die neuen Talente der erste direkt Gabriel Müller. Dazu David Abamelik. Und so geht's jetzt wieder immer weiter. Einen neuen Mitarbeiter können wir natürlich noch dazu holen. Da bekommt man ja jede Saison einen weiteren Spot. Es gibt auch positive Nachrichten bei der Talentverleihung. Und zwar haben sich alle Spieler für mindestens eine Saison einem anderen Club angeschlossen, damit sie auch schön nicht ihr Potenzial verlieren. Und somit springen wir dann auch schon wieder ans Ende der Saison. Die Jugendakademie ist natürlich wieder richtig gut gefüllt. Aber ich würde sagen, letzte Saison waren die Talente einen Ticken besser. Trotzdem sind da richtig viele vielversprechende Kandidaten dabei, die ich nächste Saison erneut ausleihen werde. Und apropos Ausleihen, 4 Jugendspieler wollten mal wieder im Laufe der Saison irgendwann weg. Vor allem im Mai passiert das immer. Da habe ich dann direkt auch schon die ganzen Laien wieder vorbereitet. Vor allem Gelasch Willi ist da richtig krass. Und den würde ich allein wegen dem Namen gerne mal später in der Mannschaft sehen, die in diesem Jahr nur 14. wurde. Also mittlerweile spielen die hier richtig hart gegen den Abstieg. Das könnte aber halt auch wirklich im Real Life passieren. Wenn dann Streich weg ist, ich bin mir fast sicher, dass Freiburg Probleme bekommen wird. Dieses Jahr haben wir dann natürlich auch nicht international gespielt. Ich zeige euch die Wettbewerbe trotzdem einfach mal ganz kurz. Und zum Abschluss dann wie immer natürlich noch die Spielerstatistik. Unser bester Torschütze war da mal wieder Michael Gregoritsch und unser bester Vorlagengeber natürlich Grifo. Saison 3, ihr kennt das Spiel. Es werden mal wieder alle Talente zum Profi befördert, um sie dann auszuleihen. Aber mittlerweile muss ich einfach Spieler aus der ersten Mannschaft freigeben, damit der Platz im Kader überhaupt noch reicht. Deshalb habe ich jetzt einfach mal alles rausgeworfen, was wir nicht unbedingt brauchen. Und somit konnten wir dann doch noch alle zum Profi befördern, bis auf die 15-Jährigen. Aber das heißt auch, es lohnt sich jetzt schon gar nicht mehr, in dieser Saison noch großartig weiter zu scouten. Was aber natürlich schon sein muss, das ist die große, große Ausleihung. Nur bei Barataschwili und Ziegler hat es nicht geklappt. Da werde ich es dann einfach im Januar nochmal probieren. Die paar restlichen Monate Scouting-Berichte nehme ich jetzt natürlich auch noch mit. Das hier sind jetzt die letzten im Oktober. Da finden wir auch zumindest noch Philipp Müller. Der ist eines von 8 übrigen Talenten in der Fußballschule. Mal schauen, was aus denen noch wird. Am Ende der Saison sind jetzt bestimmt auch schon nicht mehr alle davon da, weil ich habe einfach durchsimuliert. Und mit Sicherheit wollten da einige weg. 4 bleiben übrig. Die haben es dann aber auch verdient, dass ich sie in der nächsten Saison noch hochziehe und verleihe. Je nachdem, ob da noch Platz da ist im Kader. Das ist ja das große Problem. Einige unserer Jungs sind Nationalspieler. Zum Beispiel auch Atubolu. Der hat mit 24 Jahren jetzt eine 81. Topstürmer natürlich wieder Gregoritsch. Bester Vorlagengeber Grifo. Aber generell haben mehr Spieler viele Tore geschossen. Das deutet darauf hin, dass wir Vierter werden. Let's go. Was eine Steigerung. Champions League in der nächsten Saison. Vor Leipzig und das aufgrund der Tordifferenz. Überragende Performance, was anderes kann man nicht sagen. Ja gut, im DFB-Pokal Runde 3, das Aus gegen Schalke 04, das kann passieren. Solange wir nächste Saison Champions League spielen, ist das vollkommen in Ordnung für mich. Aber natürlich werden wir die dann noch nicht gewinnen. Dafür ist es noch deutlich zu früh. Und das wäre auch sehr blöd, weil dann würden wir die Entwicklung all unserer Talente verpassen, die jetzt natürlich alle wieder ausgeliehen werden. Bis auf eine Ausnahme. Tatsächlich hat es das erste Talent in die Startelf reingeschafft. Und das ist ein Zehner. Und zwar natürlich das einzige Talent, was von Beginn an dabei ist, der gute Bray. Auch das einzige Talent aus England. Aber der hat jetzt mittlerweile eine 78. Es gibt noch so ein paar andere Jugendspieler, die sind relativ nah dran. Aber es reicht halt noch nicht ganz und ich möchte da nichts
riskieren. Also hier unten seht ihr ja schon, dass viele so in den 70ern sind. Also es dauert nicht mehr lange bis zum kompletten Jugendspielerteam. Ansonsten können wir natürlich auch wieder Mitarbeiter einstellen. Ich habe das ja auch einfach vergessen in der letzten Saison. Das heißt, wir können 2 Stück einstellen. Und Geld spielt für uns da sowieso keine Rolex. Wir nehmen nur die Besten der Besten. Und selbst dann liegen hier noch einfach 83 Millionen rum. Stellt euch mal vor, Freiburg hätte im Real Life so ein Transferbudget. Ach ja, und was ich jetzt beinahe vergessen hätte. Wir haben ja hier auch noch ein paar Jugendspieler, die man hochziehen kann. Die Frage ist halt, wie viele passen noch in den Kader? Kein einziger. Ja, da müssen wir leider ohne die auskommen. Sagt auf Wiedersehen zu Frank, Vogt, Haas und Müller. Die werden wir niemals vergessen. Man muss halt auch dazu sagen, die sind jetzt sowieso relativ schlecht von der Gesamtstärke her. Die würden die anderen Talente deshalb wahrscheinlich auch nie schnell genug einholen können. So sieht dann die Transferhistorie für diesen Sommer aus. Und damit können wir so richtig eintauchen in diese Champions League-Saison mit dem SC Freiburg. Somit hat jetzt auch schon eins von unseren Jugendtalenten Erfahrung auf dem höchsten internationalen Niveau gesammelt. Und dabei geht es mir natürlich um den mittlerweile 82er Bray mit 98 Tempo. Boah, ein paar Spieler sind da ja verdammt unglücklich. Vor allem unsere Innenverteidiger. Haben wir etwa sau viele Gegentore bekommen? Spielerleistung unzufrieden? Teamleistung unzufrieden? Was ist da denn los? Waren wir etwa so extrem schlecht? Waren wir nicht? Wir wurden Dritter in der Bundesliga. Erneute Qualifikation für die Champions League. Und das ohne irgendwie großartig Transfers im DFB-Pokal haben wir das Halbfinale erreicht. Hä, was ist denn mit denen los? Warum sind die so unglücklich? In der Champions League sind wir natürlich nicht sonderlich weit gekommen. Da war wahrscheinlich Schluss in der Gruppe, genau als Letzter. Aber ganz ehrlich, das ist 0,0 schlimm. Wir sind der SC Freiburg. City hat nur Europa League gespielt zum Beispiel. Die Conference League holt Real Sociedad. Also ich hoffe wirklich, dass vor allem Lienhardt und Ginter sich wieder beruhigen, weil die machen da gerade schon so ein bisschen unnötiges Drama. Die 5. Saison. Das Geilste ist jetzt natürlich immer zu sehen, welche Jugendspieler es möglicherweise in die Startelf schaffen. Und das können wir uns ja jetzt mal genau anschauen zusammen. Im Tor Alessandro Martin ist noch ein Stückchen hinter Artubolo, aber ich denke, er wird ihn bald überholen. Ist auch wichtig, weil Uphoff wahrscheinlich nicht mehr lange spielt. Auf der Linksverteidigerposition bräuchten wir mindestens einen 77er. Ganz nebenbei ist es auch die letzte Saison von Christian Günther, aber ich glaube, wir haben noch keinen 77er. Genau so ist es. In der Innenverteidigung bräuchten wir mindestens einen mit einer 82. Das ist natürlich auch richtig, richtig schwer. Generell habe ich so das Gefühl, dass die Talente irgendwie trotzdem Potenzial verlieren durch das dauernde Ausleihen. Ich hoffe, es wird nicht bei allen der Fall sein. Irgendwie bekommen wir das schon hin. Rechts hinten ist Sildia halt richtig krass mit seiner 84. Da haben wir auch nur Zimmermann als Alternative. Und der ist noch nicht so weit auf der 6. Spielen Wagner und Eggestein mittlerweile. Also auch da schafft es noch kein Talent. Im linken Mittelfeld auch nicht. Da ist immer noch Grifo gesetzt. Wobei Gelaschwili, den müssen wir eigentlich spielen lassen. Ich meine, Grifo ist 34. Der wird eh nur noch schlechter. Da ist es doch jetzt der perfekte Zeitpunkt für den ersten Georgier in der Startelf. Und noch dazu der Willi im Namen. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Im offensiven Mittelfeld spielt weiterhin Bray. Das ist eh klar, auch wenn zum Beispiel Pascal Frey hier Potenzial hat, etwas Besonderes zu werden. Genauso Kevin Forster. Also im offensiven Mittelfeld werden wir echt 0,0 Probleme haben. Das gleiche gilt auch im rechten Mittelfeld mit Albert Graf. Aktuell ist halt Doan eindeutig noch besser. Julius Klein ist heftig, also die Offensivspieler. Die entwickeln sich irgendwie trotz der Laien gut. Nur die Defensivspieler machen Probleme. Und im Sturm haben wir jetzt 82er Frederik Müller. Ein Schweizer, der Potenzial etwas Besonderes zu werden. Der wird natürlich dann nicht ausgeliehen. Die ganzen anderen Talente schon. Jetzt muss ich nur noch einmal hier aufs Teammanagement gehen und dann Gregoritsch raustauschen für Müller. Der muss ja absolut heftig werden. Ist immer noch 20 Jahre alt, hat jetzt schon eine 82. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Damit haben wir jetzt schon 3 Jugendspieler in der Startelf und alle sind richtig, richtig krass. Die Leihliste ist damit auch schon vorbereitet. Einzig eine Sache darf ich nicht vergessen. Neuer Mitarbeiter. Im Tor brauchen wir halt echt gar keine mehr. Mittelfeld sind wir relativ schlecht mit nur 13 Sternen. Dann verpflichten wir dafür mal noch... Ja doch, den Typen hier mit 5 Sternen, Noah Weber. Geld ist ja sowieso ohne Ende quasi da. Und ich gebe den Spielern eh schon immer richtig gute Verträge. Damit die auch alle maximal glücklich und zufrieden sind, könnten die jetzt eigentlich wieder probieren, zum Profi zu befördern. Aber der Kader ist immer noch zu voll. Ich habe auch überlegt, ob ich wieder ein paar Spieler rausschmeißen soll, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr. Und wir haben uns ja eh schon verabschiedet von denen. Von daher zeige ich euch jetzt noch den Transferverlauf. Wie immer, alle Talente wurden erfolgreich ausgeliehen. Und damit können wir jetzt auch schon wieder ein weiteres Jahr
Jahr nach vorne springen. Also diese Sprint to Glory hat mittlerweile richtig Fahrt aufgenommen. Ich komme immer besser klar in der Nachfolgerrolle von Christian Streich. Mit einem 86er Müller da vorne drin. Einem 84er Bray, der hängt jetzt so ein bisschen hinterher, was die Entwicklung angeht. Möglicherweise liegt das an der Spielzeit. Oder er war verletzt, das kann natürlich auch immer sein. Er hat einen Wechsel gefordert, 15 Einsätze. Stattdessen wurde Muslia die ganze Zeit eingesetzt. Das kann ich natürlich komplett verstehen, dass er jetzt weg will. Das ist natürlich schon ziemlich schade. Wobei er wahrscheinlich auf lange Sicht dann sowieso überholt wird von den ganzen anderen ZOM-Talenten, die wir da so haben. Aber je nachdem, wie lange sein Vertrag jetzt noch ist, wird er auch noch länger bleiben. Beim Tabellensechsten der Bundesliga. Okay, da habe ich mir mehr erwartet. Wir schaffen es also nicht, uns für die Champions League zu qualifizieren. Spielen immerhin noch international. Im DFB-Pokal lief es auch nicht. Aber gut, ich denke, das liegt halt vor allem daran, dass wir einige Spieler in der Mannschaft haben, die mittlerweile abbauen. In der Champions League wurden wir Dritter, haben dann Europa League gespielt, sind da aber in der Vorrunde gescheitert. Conference League-Sieger wurde Feyenoord. Also man merkt schon, da gibt es noch richtig viel Luft nach oben. Also es müssen jetzt dringend noch mehr Talente nachrücken. Auf geht's, ab geht's, Saison 6. Und er hat jetzt auch schon automatisch direkt den Linksverteidiger ausgetauscht. Da ist jetzt Malte Herrmann. Der ist tatsächlich der Beste, den wir haben für die Position. Also der nächste Jugendspieler in der Startelf. Für Alessandro Martin reicht's gerade so noch nicht. Den werde ich noch eine weitere Saison ausleihen. Das gleiche gilt auch für Antonio Colombo. Bray werde ich jetzt übrigens noch hier behalten. Der hat 2 Jahre Vertrag. Der wird erst nächste Saison verkauft. Solange kann ich die anderen Talente noch ausleihen. Merlin Röhl ist dann übrigens auch weg. Der möchte von sich aus weg und sein Vertrag läuft aus. Ja, und somit tut sich jetzt auch wieder gar nicht so viel in der Startelf. Aber das ist natürlich alles nur eine Frage der Zeit, weil da kommt so viel Vielversprechendes nach. Bei dem, wie schnell das hier mittlerweile alles abläuft, darf ich nicht vergessen, euch den Transferverlauf zu zeigen, damit ihr auch wisst, wo unsere ganzen Talente jetzt so untergekommen sind. Ja, und dann simulieren wir auch schon durch die nächste Saison. Nur dieses Jahr halt leider ohne Champions League. Das Gute daran ist natürlich, wir können keinen überraschenden Champions League-Titel verpassen. Das wäre der definitiv noch gewesen, wobei das Team teilweise schon heftig ist, vor allem dieser 91er Gelasch, Willi, 90er Müller, 86er Bray darf man auch nicht unterschätzen, auch wenn der jetzt dann wahrscheinlich weg ist. Der hat auch trotzdem immer noch 20 Tore geschossen. Ich kann ihn trotzdem nicht von der Transferliste runternehmen, auch wenn er jetzt diese Saison die ganze Zeit gespielt hat. Und noch dazu mit Freiburg einfach den DFB-Pokal, die deutsche Meisterschaft und die Europa League gewonnen hat. Das ist einfach das kleine Triple. Das ist ja absolut geisterkrank. Wie sehr ist diese Mannschaft bitte abgegangen in dieser Saison? Gut, in der Bundesliga haben wir nur 70 Punkte geholt. Das ist relativ wenig für eine Meisterschaft. Wir haben auch nur gleich viele Punkte wie der FC Bayern, aber unsere Tordifferenz ist am Ende um ein Tor besser. Also das muss ein extrem spannendes Meisterschaftsfinale gewesen sein. Die Champions League gewinnt währenddessen der FC Arsenal. Ja, Spielerstatistik haben wir schon gesehen. Aber ich würde sagen, wenn jetzt zu diesem Erfolg noch weitere Jugendspieler kommen, dann ist der Champions League-Titel doch vorprogrammiert. Saison 7 hofft mit mir gemeinsam, dass es klappt. Dass wir mehr Jugendspieler in die Startelf einbauen können und im Tor geht's direkt los mit Alessandro Martin. Der übernimmt da ab sofort den Nummer 1 Spot. Links hinten ist weiterhin Malte Herrmann gesetzt. In der Innenverteidigung kommt leider immer noch nichts nach. Rechts hinten ist ganz einfach das Problem, dass Sildia zu stark ist. Auf der 6er Position reicht's jetzt eigentlich für Antonio Colombo. Nicht viel schlechter ist Gior Gatze, aber der wird jetzt so nochmal ausgeliehen. Im linken Mittelfeld ist alles klar mit Gelaschwili. Da wird es auch ganz, ganz schwer für alle anderen Spieler. Im offensiven Mittelfeld haben wir jetzt noch eine Saison mit Bray. Den lassen wir dann auch einfach drin. Die anderen sind alle noch nicht besser als er. Im rechten Mittelfeld muss weiterhin Rizzo Doan spielen, obwohl wir da einige krasse Talente haben. Ja, und im Sturm, ey, haben wir da jetzt einen krassen Backup-Stürmer. Gabriel Müller. Da kann ich Adamu jetzt eigentlich freigeben. Ja, so wurde die Mannschaft jetzt auf 2 Positionen verjüngt. Ich habe mir natürlich noch ein bisschen mehr erhofft. Aber theoretisch kann man damit natürlich schon die Champions League gewinnen. Weshalb wir diese Saison dann auch noch mal ein Stückchen tiefer in die Champions League eintauchen werden. Wenn wir denn die K.O.-Runde erreichen. Aber das gelingt uns relativ easy. Ich habe so ein bisschen die Ergebnisse mitgelesen. Problem ist jetzt natürlich, dass Bray theoretisch jeden Moment weg sein könnte, weil sein Vertrag ausläuft und das komplett verbuggt ist in diesem Spiel. Weil natürlich könnte man ihn eigentlich im Vorvertrag erst für die nächste Saison verpflichten. Hier geht es dann aber schon sofort, wobei wir ihm jetzt
jetzt wieder nicht. Vorhin hatte ich das aber mal wieder, aber scheinbar bleibt Bray bis zum Ende der Saison da. Das ist schon mal die gute Nachricht. Danach wird er ersetzt durch Pascal Frei oder Christian Jung. Mal schauen, wer dann besser ist von denen. Boah, Müller hat jetzt eine 92, Gelaschwili eine 94, Martin im Tor eine 89. Ansonsten fällt das Team aber schon so ein bisschen ab. Deshalb ist es dann auch eher unwahrscheinlich, dass wir es jetzt schon bis ins Champions League-Finale schaffen. Milan ist auch direkt kein einfacher Gegner. Aber ich würde fast sagen, wir gehen da als Favorit rein. Wurden auch Gruppenerster. Milan nur Gruppenzweiter. Rafael Leao haben die noch. Der wird natürlich richtig, richtig heftig sein. 1:1 geht's aus. Aber dafür, dass wir ja auswärts gespielt haben, ist das vollkommen in Ordnung. Jetzt müssen wir in der Theorie einfach nur unser Heimspiel gewinnen. Und schon stehen wir im Viertelfinale der Champions League. Oh nee, wir verlieren im Elfmeterschießen. Mein Gehirn hat wieder ewig gebraucht, um das zu registrieren. Müller hat verschossen, Colombo hat verschossen, Weißhaupt durfte sogar ein Elfmeterschießen. Also es war ein ewig langes Elfmeterschießen. Am Ende scheiden wir leider schon früh im Achtelfinale aus. Werde ich mir dann doch wieder ein bisschen mehr erwartet, aber man muss es positiv sehen. So können sich immerhin noch mehr Jugendspieler in die Startelf rein entwickeln. Wobei ich jetzt schon ziemlich kämpfen musste, dass ich im Amt bleibe und nicht gefeuert werde. Ray wird zu Eindhoven wechseln jetzt. Er hat in seiner letzten Saison nochmal 16 Tore geschossen und 10 Vorlagen gegeben. Ist damit zweitbester Vorlagengeber hinter 95er Gelaschwili. Also der eskaliert mittlerweile komplett. Ist einer von 93 Plus-Spielern in der Startelf. Und so gewinnen wir dann erneut den DFB-Pokal und holen auch erneut die deutsche Meisterschaft. Dieses Jahr sogar mit ordentlich Vorsprung. Supercup haben wir auch gewonnen. UEFA Superpokal leider nicht. Da haben wir im Elfmeterschießen verloren. Und in der Champions League gab es einmal das Mailand-Derby im Finale. Also vielleicht auch ganz schön, dass wir gegen die rausgeflogen sind. Hier noch der Conference League-Sieger Manchester United. Und somit können wir auch einen Haken hinter diese Saison setzen. Und dann direkt rein in die achte Saison, in der wir jetzt endgültig Abschied nehmen müssen von Ed Bray. Aber keine Sorge, er wird gleich von zwei Spielern ersetzt. Und zwar Pascal Frei und Christian Jung gemeinsam. Da bin ich mal sehr gespannt, wer von den beiden sich durchsetzen kann. Ansonsten werde ich noch Dario Fuchs von der Laie zurückholen, damit jetzt auch endlich ein Jugendspieler in der Innenverteidigung steht. Petre Chioagadze können wir auch zurückholen. Damit haben wir auch eine Doppel-6 aus Jugendspielern. Bedeutet, aus der ursprünglichen Elf, beziehungsweise aus dem ursprünglichen Freiburg-Team, sind jetzt nur noch Doan, Sildia und Lienhardt übrig. Aber gerade die zwei Jungs auf der rechten Seite sind halt auch richtig, richtig gut geworden. 12 Jugendspieler habe ich jetzt in dieser Saison zum größten Teil für ein Jahr ausgeliehen. Bei einer Einjahresleihe entwickeln die sich normalerweise nochmal so ein bisschen schneller. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das was bringt und ob wir dieses Mal übers Champions League Achtelfinale hinauskommen. Theoretisch mit der Mannschaft müsste das easy gehen. Bis jetzt hat sich im offensiven Mittelfeld scheinbar Pascal Frei durchgesetzt. Der ist jetzt auch um eine Gesamtstärke besser. Ansonsten sind die halt so ähnlich. Da bin ich echt froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss. Das macht der automatische Trainer, außer natürlich in der CLKO-Phase. Da kommt jetzt auch so ein bisschen auf mich drauf an. Frey ist immer noch besser. Deshalb ist Jung auch sehr unglücklich. Ich kann es verstehen. Fuchs ist aber auch sehr unglücklich. Oh nee, bitte will der jetzt nicht schon weg. Zum Glück nicht. Anders als Christian Jung. Ja, mal schauen. Das sind alles Probleme für den Zukunftshansus. Jetzt steht Fuchs erstmal in der Startelf gegen Sporting. Vielleicht beruhigt ihn das ja auch wieder so ein bisschen. Das ist zumindest meine persönliche Hoffnung. Im Rückspiel gegen Sporting dürfte jetzt nichts mehr anbrennen. Genauso ist es. Auch das gewinnen wir insgesamt. Also 5:2. Joa, ich denke, das kann man souverän nennen. Boah, aber der nächste Gegner ist jetzt halt einfach Real Madrid. Und das eine Woche, nachdem wir gegen Bayern aus dem DFB-Pokal rausgeflogen sind. Die Startaufstellung von Real Madrid zeige ich euch dann im Rückspiel und das ist auch das alles entscheidende Spiel. Das Hinspiel kann man im Prinzip einfach weglassen. Es kommt jetzt nur auf diese Partie hier an. Auswärts im Bernabeu läuft Real Madrid auf mit Lataza, Vinicius Junior, Bellingham, Dickinson, Valverde, Locatelli und einer Abwehr, die mit Sicherheit die ein oder andere Schwachstelle hat. Also ich schließe nicht aus, dass wir die schlagen. Selbst im Bernabeu ist da was möglich, aber Vini Junior trifft einmal zu viel. Und so reicht es auch in dieser Saison nicht fürs Champions League Finale. Aber es fehlt halt jetzt wirklich nur noch so ein bisschen was. Es ist halt jetzt ganz, ganz entscheidend, dass Fuchs hier bleibt. Den dürfen wir nicht verlieren. Der hat eigentlich richtig viel Potenzial. Und die Einsatzzeit stimmt zumindest halbwegs. 27 Einsätze, das ist mehr als Ginter. Also er ist der Innenverteidiger mit den zweitmeisten Spielern.
spielen. Und selbst Lienhardt baut ja mittlerweile ab. Links oben seht ihr, dass ich echt ein großes Problem damit habe, dass ich die ganze Zeit entlassen werde. Ich ziehe es jetzt noch durch bis zur nächsten Saison und lasse mich da immer wieder neu einstellen. Ich hoffe, dass es dann endlich aufhört mit den dauernden Rauswürfen, weil sonst würden halt die ganzen Mitarbeiter zum Beispiel verloren gehen. Da habe ich ja keinen Bock drauf. In dieser Saison wird Frederik Müller Top-Torschütze, bester Vorlagengeber Pascal Frey. Also er schlägt direkt richtig gut ein. Generell kann sich die Mannschaft wirklich sehen lassen. Nur die Innenverteidigung ist halt immer so ein Problem bei diesen Jugendspieler-Sprint, glaube ich. Das ist so häufig so, wir werden nur Dritter. Ja, kein Wunder, dass die mich dann die ganze Zeit feuern. Das ist ja wirklich dann eine absolute Katastrophensaison. Supercup haben wir immerhin gewonnen, aber das ist der einzige Titel. Beim DFB-Pokal wissen wir, dass wir gegen Bayern rausgeflogen sind. In der Champions League war gegen Real Madrid Schluss. Das sind halt schon auch richtig starke Gegner. Das darf man jetzt nicht vergessen bei der Nummer. Aber wenn man sich dann unser Team anschaut, dann fragt man sich schon, hey, was macht der Trainer von Freiburg eigentlich? Die haben ungefähr die beste Mannschaft der Welt und gewinnen trotzdem keine Titel. Das kann es ja wohl nicht sein. Warum ist der Kader jetzt auch so klein geworden? Im Transferverlauf steht halt jetzt einfach rein gar nichts mehr drin. Aber gut, das können keine wichtigen Spieler sein, die wir da verloren haben. Aber apropos wichtige Spieler verlieren in der 9. Saison. Da wollen jetzt Atubolu, Jung und Müller weg. Alles drei richtig gute Ersatzleute. Und links oben sieht es ja so aus, als würde ich immer noch gleich entlassen werden. Dann gehe ich da mal einfach nicht dagegen vor. Und jawohl, das klappt. Am 7.7. ist Schluss. Damit muss ich jetzt kurzzeitig Trainer bei Darmstadt werden. Aber keine Sorge, ich kehre nur ein paar Tage später wieder zurück. Und dadurch sind jetzt nicht nur die Mitarbeiter weg, sondern auch sonst wurde alles zurückgesetzt. Bedeutet, die Transferliste ist wieder leer. Es will kein Spieler mehr weg. Das ist von Vorteil. Wir haben weniger Geld als vorher. Aber es ist immer noch mehr als genug. Und das auch, nachdem ich jetzt wieder richtig viele Mitarbeiter eingestellt habe. Auf dem Level von vorher sind wir da natürlich nicht. Das ist so ein bisschen schade, aber gut. Zumindest sind noch alle Spieler hier. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und es ist halt nur noch ein einziges Talent ausgeliehen. Und das ist Markus Klein. Der ist noch bei Frankfurt. Ansonsten sind alle Spieler im Kader gerade. Und das ist ja eigentlich so die perfekte Ausgangssituation. Ja, und als erstes werde ich jetzt mal Lehmann zum Innenverteidiger umformen. Der kann die Position auch so schon spielen. Das ist perfekt. Vielleicht geht der vom Rating her nochmal hoch. Und es wäre der nächste Jugendspieler in der Startelf. Im rechten Mittelfeld haben wir halt immer noch niemand besseren als Doan. Und auch als Rechtsverteidiger ist immer noch Sildia gesetzt. Ich werde jetzt auch nicht mehr alle ausleihen. Also zum Beispiel der Abamelik wird hier bleiben als Ersatzspiel im linken Mittelfeld für Gelaschwili. Dazu dann Albert Graf fürs rechte Mittelfeld, falls Doan mal ausfallen sollte. Und im Sturm leihe ich David Abamelik jetzt einfach noch aus. Also eigentlich könnte man auch noch mehr Talente hier behalten. Die Leihliste ist extrem gut gefüllt, aber ich habe es jetzt halt wieder so gemacht, dass wir auf jeder Position zwei gute Spieler haben. Und damit haben wir jetzt nach den ganzen Leihen diese saustarke Truppe hier zusammen. Lehmann ist auch hochgegangen auf eine 82 durch die Umformung. Immerhin, auch die Bank kann sich jetzt sehen lassen. Selbst die Reserve ist vollkommen in Ordnung. Das ist definitiv auf Champions League-Siegerniveau. Bis auf die IV halt. Aber die können sich ja auch noch steigern bis zur K.O.-Phase. Genau das erhoffe ich mir jetzt. Und wir schauen gleich mal als erstes, ob und wie das geklappt hat. Denn in der K.O.-Phase sind wir natürlich... Fuchs hat eine 85, Lehmann eine 84. Das kann sich doch sehen lassen. Ansonsten ist Graf auch echt nicht mehr weit von der Startelf entfernt. Der ist nur noch einen Punkt schlechter als Doan. Dazu 90er Jung, 87er Müller auf der Bank und in der Reserve 84er Abamelik. Also komm, damit müssen wir jetzt Napoli doch einfach nur komplett auseinanderschrauben. Wen haben die so? Osimhen ist noch da, Kvaratskhelia. Also gerade die Offensive, die darf man auf keinen Fall unterschätzen. Aber wir haben ja mittlerweile eine komplette 85er Innenverteidigung und die bekommt kein einziges Gegentor. Es sieht richtig gut aus für unseren erneuten Einzug, wie auch schon letzte Saison ins Champions League Viertelfinale. 1:1 im Rückspiel ist nicht überragend, aber es reicht. Und damit treffen wir im Viertelfinale auf den FC Barcelona. Also mit Sicherheit nochmal eine Steigerung, aber apropos Steigerung. Unser Team wird halt immer noch die ganze Zeit besser, nur Doan nicht, der ist schlechter geworden, deshalb packe ich jetzt Graf hier rein. Ich will einfach nur möglichst viele Jugendspieler in der Startelf haben. Ich meine, es ist nicht umsonst eine Jugendspieler-Sprint to Glory. Wie sieht denn dieses FC Barcelona-Team da aus? Also klar, Pedri ist krass, aber ansonsten, wir müssen die schlagen. 2:1 auswärts. Man bekommt so ein bisschen das Gefühl, als könnte man diese Mannschaft nicht mehr stoppen. Und allein von den Spielern her ist es auch die beste der Welt. Ich denke, da gibt es keine Frage. Und als ob die diese Führung jetzt noch aus der Hand geben gegen Barcelona. Auch das Rückspiel wird gewonnen. Zwar knapp, aber damit sind wir nochmal einen Ticken weiter. Jetzt schon im Halbfinale. Da waren wir einfach noch nie in diesem Video. Hä, aber der Gegner ist einfach RB Leipzig. Ich hätte halt jetzt auf Real Madrid gehofft.
Sind die überhaupt noch drin? Nee, die sind rausgeflogen. Im Achtelfinale gegen Feyenoord? Was zur Hölle? Und wenn wir ins Finale kommen, treffen wir auf alle Fälle auf eine Mannschaft aus London. Also Chelsea oder Arsenal, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Leipzig so besonders krass gut ist. Sie haben wieder einen Werner, es ist aber nicht Timo Werner 1:1 im Hinspiel. Wir müssen also in Leipzig das ganze Ding drehen. Zum Glück haben die kaum Fans. Bedeutet, so besonders groß ist der Heimvorteil nicht. Und das können wir hoffentlich ausnutzen. 2:1 Sieg dank einem Treffer von Fuchs in der 79. Also einfach unser Innenverteidiger wird zum Held, der jetzt doch schon eine 86 erreicht hat. Der 24-jährige Fuchs bewegt sich da wie ein Fuchs im 16er. Ja, okay, ich höre schon auf und freue mich jetzt einfach auf dieses Champions League Finale gegen den FC Arsenal. Da kann ich dem FC Bayern mal zeigen, wie das gehen könnte in der Champions League. Vorher natürlich der Blick auf die Teamzentrale. Top-Torjäger Frederik Müller. Boah, ich bin halt auch so gespannt, wie die sich gleich in-game alle zocken lassen. Hitzo Doan werde ich wahrscheinlich auch einwechseln, aber in der Startelf wird natürlich Graf stehen, der jetzt auch eine 89 hat. Die deutsche Meisterschaft haben wir natürlich auch gewonnen mit nur 2 Niederlagen über die ganze Saison hinweg. DFB-Pokalsieger, also wir können halt einfach das Triple jetzt holen. Let's go, UEFA Superpokal geht noch an Monaco, die Europa League an Turin und die Conference League an Hoffenheim. Jetzt lastet der gesamte Druck auf mir in diesem Champions League Finale im San Siro. Einfach eins der geilsten Stadien überhaupt. Also es ist der perfekte Ort, um diese Sprint to Glory jetzt hoffentlich abzuschließen. Gut genug ist unsere Mannschaft auf alle Fälle. Es kommt halt jetzt voll drauf an, ob ich die Performance aufs Feld bringe. Ich muss mich einfach nur konzentrieren und dann wird das schon. Aber bis jetzt spielt wirklich nur Arsenal. Wir kommen kaum aus der eigenen Hälfte raus. Jetzt vielleicht mal über links mit Hermann. 38. Minute. Hermann passt in den Rückraum. Jetzt vielleicht der Abschluss mit frei. Knapp vorbei, die Kugel. Trotzdem war es die richtige Entscheidung, da abzuziehen. Es läuft jetzt mittlerweile schon die zweite Halbzeit. Also ihr merkt, es ist ein chancenarmes Spiel. Aber ich sehe das eher als positives Zeichen an. Was eine Glanztat war das denn bitte? Komm, jetzt sind wir mal dran. Ich will auch so eine Chance. Colombo. Colombo gegen alle. Immer noch Colombo. Aber ich finde die Lücke nicht, Mann. Wo ist die Lücke in dieser Arsenal-Defensivreihe? Jetzt mal eine Kontersituation. Frei ist sauschnell. Frei ist durch. Und Frei schießt den daneben. Ey, danach wechsle ich den ja jetzt sofort aus. Dazu ist auch noch Hitzo Doan reingekommen. Arsenal präsentiert sich jetzt schon ein Stück weit offener. Der Schiri wird hier halt gleich abpfeifen. Müller verliert die Kugel einfach nicht. Somit bekommen wir jetzt noch diesen letzten Angriff. Ich versuch's mit dem Querpass. Aber der kommt nicht an. Es gibt Verlängerung. Ein so ein scheiß Tor. Aber mittlerweile läuft schon die zweite Halbzeit der Verlängerung. Jung zieht an. Jung zieht durch. Jung findet nicht den Mitspieler natürlich. Und somit läuft hier gerade alles auf dem Elfmeterschießen hinaus. Jetzt vielleicht doch, der muss drin sein. Der muss drin sein. Let's go, Müller. 117. Minute. Da ist es doch endlich, das Tor. Und das muss jetzt reichen. Jawohl, das tut es. Der Schiri pfeift ab. Wir haben nichts mehr zugelassen und gewinnen somit mit Freiburg die Champions League. Und das nur mit Jugendspielern. Also gut, ich habe nur Jugendspieler verpflichtet. Natürlich, Sidia war noch mit drin. Hitzo Doan wurde eingewechselt. Aber ich denke mal, Christian Streich wäre auch so extrem stolz. Wenn ihr es jetzt immer noch nicht gemacht habt, haut einen Daumen rein aufs Video. Wenn ihr den Spielstand weiterzocken wollt, ganz einfach Mitglied werden. Dann könnt ihr den Spielstand bei euch auf dem PC reinladen. Checkt meinen Podcast ab. Da rede ich sehr viel über Fußball. Jetzt halten unsere Freiburger Jungs aber erstmal den Champions League Henkelpott nach oben. Danke an jeden, der das Video bis hierhin angeschaut hat. Und natürlich auch danke an Christian Streich allein für die ganzen geilen Pressekonferenzen. Die waren fast immer 10 von 10. Und damit bin ich raus. Schönes Feuerwerk. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Und wer mein letztes Video verpasst hat, indem ich das ultimative Real Madrid aufgebaut habe, mit allen Icons und Heroes, mit Ex-Spielern, der findet es ganz einfach hier unter letztes Video anklicken, abchecken, durchstarten und hier ist sogar noch ein anderes Video verlinkt.